Was wäre, wenn Florian Wirtz bei Bayern München spielen würde? So sieht der Kader aus. Wirtz wird zusammen mit Musiala auf der 10 spielen und das System von Bayern wird somit komplett geändert. Wird das neue System funktionieren oder wird es ein Flop? Der Supercup verlief schon mal vielversprechend, da Bayern München gegen RB Leipzig mit 1:0 gewinnen konnte. Allerdings gelang es Wirtz in diesem Spiel weder eine Vorlage noch ein Tor zu erzielen. Im DFB-Pokal lief es weniger gut für Bayern München, da sie bereits in der dritten Runde gegen Magdeburg mit 2:3 ausgeschieden sind. Wie immer bei Bayern. Wirtz konnte dabei in 2 Spielen lediglich ein Tor erzielen und keine Vorlage geben. In der Liga hingegen lief es sehr gut für Bayern München, die eine beeindruckende Saison mit insgesamt 82 Punkten spielten und den ersten Platz damit belegten. Dennoch gelangen Wirtz in 27 Spielen nur 5 Tore und 2 Vorlagen. In der Champions League verlief es weniger erfolgreich, da Bayern München im Achtelfinale gegen den FC Sevilla mit einem Gesamtergebnis von 4:6 ausschied. Wirtz gelang in 7 Spielen 2 Tore und 1 Vorlage. Insgesamt konnte Wirtz also in 37 Spielen 8 Tore und 3 Vorlagen erzielen. Diese Statistiken entsprechen nicht unbedingt den Erwartungen, die man von Wirtz aus seiner Zeit in Leverkusen hat. Möglicherweise benötigt er einfach noch eine weitere Saison, um sich richtig einzuleben in München und sein volles Potenzial zu entfalten.